Da der erste VD Master von meinem Studio Logic SL noch mit dem iPad verbunden ist, habe ich jetzt den MODX VD Master wieder in den MODX gestellt und zeige euch jetzt mal eben, wie man den mit dem Mac verbindet. Und zwar geht man ins Audio MIDI Setup, geht ins MIDI Studio und sieht jetzt hier, dass ich über USB mein MODX verbunden habe. Und mein X32 hängt da noch dran und hier läuft noch so einiges anderes rum. Jetzt gehe ich auf die Bluetooth-Verbindung und sehe hier, dass er direkt den MODX erkannt hat und auch schon verbunden hat, weil ich das vorhin schon gemacht habe. So, nun habe ich hier den MODX einmal per Kabel und einmal per Bluetooth verbunden. Das sollte man sich jetzt auch hier unter den Einstellungen unter MIDI sollte das auch erkennbar sein. Genau, hier sind die über Kabel und das ist der MODX Bluetooth. Eigentlich auch ganz einfach.